Ja. Und weiter geht es mit Thomas Scharf im Morgenecho. Nachdem vor über 2 Jahren zahlreiche Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch in kirchlichen, in pädagogischen Einrichtungen bekannt geworden waren, hatte die Bundesregierung einen sogenannten runden Tisch einberufen, an dem auch Initiativen und Verbände der Opfer gehört werden sollten. Und eine der zentralen Forderungen dieses runden Tisches war die Berufung eines unabhängigen Missbrauchsbeauftragten des Bundes. Das ist derzeit Johannes Wilhelm Röhrig. Zuvor war er Spitzenbeamter im Bundesfamilienministerium. Und mit dem Ende dieser Legislaturperiode des Bundestages endet auch seine Tätigkeit. Heute will er seine Bilanz vorlegen. Norbert Denneff ist Vorsitzender des Opferverbandes Netzwerk B. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie beurteilen Sie Röhrigs Arbeit aus den vergangenen knapp 2 Jahren? Ja, nun, da muss man sehen, der Herr Röhrig war ja eingestellt als Unterabteilungsleiter vom Familienministerium und der war aus unserer Sicht zuständig für das Nichtstun der Politik, um dies zu verwalten. Das war von vornherein so hierzu angedacht, dass er gar nicht in der Lage war, gar nicht befugt war, da jetzt halt was zu unternehmen, nicht wirklich was zu unternehmen. Ja. Davor war es die frühere Bundesfamilienministerin Christine Bergmann. Hat aus Ihrer Sicht da mehr stattgefunden? Da möchte ich vielleicht noch eins nochmal darauf zurückkommen, als Sie anfangs das angekündigt haben. Die Opfer hatten niemals Sitz und Stimme am runden Tisch gehabt. Und das war das eigentliche Dilemma von Anfang an bis heute noch. Denn wir als Netzwerk B, das ist das die Interessenvertretung für Betroffene, wir haben immer gefordert, Sitz und Stimme zu bekommen. Und stattdessen hat man Vorzeigeopfer hingesetzt, um der Gesellschaft vorzugaukeln. Schaut mal, wir reden ja mit den Betroffenen. Und das war eine Lüge von Anfang an. Mhm. Sollte diese Arbeit weitergeführt werden oder ist es tatsächlich so aus Ihrer Sicht, dass die im Grunde noch gar nicht angefangen hat? Sie haben es gesagt, die hat noch gar nicht angefangen, die Arbeit, die wirkliche Arbeit, denn die sieht ganz anders aus. Denn schauen Sie, 3 Jahre sind vergangen und die Betroffenen stehen nach wie vor im Regnen. Nichts ist passiert, gar nichts ist passiert, nicht wirklich ist passiert. Man hat sich nicht wirklich für das Leid der Betroffenen eingesetzt, ja? Denn denen geht es nicht viel besser. Man versucht sich jetzt abzuspeisen mit wenigen Euro und das kann keine Anerkennung sein. Genauso ist es mit den gesetzlichen Regelungen. Da ist es bis jetzt auch noch nicht wirklich gelungen, einen Durchbruch hinzukriegen, nämlich die Aufhebung der Verjährungsfristen. Das wäre das erste Signal, das erste Zeichen. Dafür müsste sich diese Betroffene einsetzen, ja. dieser Missbrauchsbeauftragte. Immerhin zivilrechtliche Verjährungsfristen, die sind verlängert worden, ne? Ja, das ist aber auch nur augenscheinlich, denn wenn Sie halt zivilrechtliche Verjährung verlängern und die strafrechtlichen beibehalten, so wie es jetzt ist, dann können Sie halt zivilrechtlich doch gar nichts unternehmen, wenn strafrechtlich keine Verurteilung stattgefunden hat. Das funktioniert überhaupt nicht. Damit können Sie gar nichts anfangen. Das ist nur für die Gesellschaft. Schaut mal, wir haben da was verlängert. Es kann nicht sein, dass ein Opfer lebenslänglich darunter leidet und die Täter lachen die Opfer später aus. Sie sagen generell, darf es überhaupt keine Verjährung geben? Wir dürfen nicht jetzt denken, dass sich jetzt ganz viel ändern würde, wenn die Verjährungsfristen aufgehoben wären, ja. Denn man braucht ja nach wie vor noch Beweise, ja. Also es wird jetzt keine Flut kommen, dass die Gerichte völlig überladen sind, völliger Quatsch. Sondern es würde nur das Signal rausgehen an die Gesellschaft und an die Betroffenen. Ja, wir erkennen euer Leid an. Es geht um die Anerkennung. Und das ist bisher noch überhaupt noch nicht stattgefunden bis jetzt, ja. Diese Denkweise. Es soll alles so bleiben, so wie es ist. Nach 3,5 Jahren, unterm Strich, ist im Grunde genommen nichts geschehen. Ja, der Herr Röhrig geht, ja. Und hat, ja, außer Spesen nichts gewesen. Ja, was Anerkennung des Leids angeht, Herr Denneff, es gibt einen Hilfsfonds für die Opfer. Die Bundesregierung hat ihren Anteil von 50 Millionen Euro eingezahlt. Der gleich hohe Anteil der Länder steht noch aus. Wenn der auch noch geflossen ist, halten Sie das trotzdem nicht für ausreichend? Nein, das ist genau wieder was für die Gesellschaft, dass man sagt, guck mal, wir geben den Betroffenen was, ja, bis zu 10.000 Euro, das kriegen die auch nicht im Bar. Man mutet den Betroffenen das halt nicht zu, weil die wahrscheinlich das gar nicht angeblich, die können damit nicht umgehen, ja, die dürfen dann vielleicht irgendwie beantragen, irgendwie eine Therapie, keiner weiß so recht, welche Therapie, keiner weiß so recht, wer entscheidet denn das, ja, und als Bittsteller, hier treten die auf und dann kriegen sie maximal 10.000 Euro und was ist denn das? Und anschließend stehen die wieder im Regen. Und das soll 2016 enden. Deshalb verstehen wir und unterstützen die Bundesländer, die da gesagt haben, da machen wir halt nicht mit. Dieses Konzept ist nicht stimmig. Das ist nur, damit man sagt, hier,
die Betroffenen kriegen ja was und die Gesellschaft ist wieder ruhig und das kurz vor der Wahl. Mehr ist das nicht, das ist nur Polemik. Wie bewerten Sie die verschiedenen Präventionskampagnen, die aufgelegt wurden, wie zum Beispiel Kein Raum für Missbrauch? Ja, schauen Sie, freiwillige Verpflichtungen, die haben überhaupt noch nichts gebracht, gar nichts. Das ist auch nur Vorgaukeln. Wir tun ja irgendwas, aber es bewegt sich nicht wirklich was damit. Also das haben wir schon in der Vergangenheit zigfach gehabt, freiwillige Verpflichtung. Damit kriegen Sie nichts. Wir brauchen klare Regeln, wir brauchen klare, eine neue Regelung der Gesetze und wir brauchen eine Anmeldung und Anzeigepflicht. Das haben wir auch noch nicht in Deutschland. Das heißt also, wir können nach wie vor wegschauen. Wir können nach wie vor so tun, als hätten wir das nicht überhaupt nicht gesehen. Ja, und da brauchen wir komplett, die ganze Gesellschaft muss damit ins Boot genommen werden. Der unabhängige Missbrauchsbeauftragte des Bundes für Fälle sexuellen Missbrauchs zieht heute eine Bilanz seiner Arbeit. Für uns tat das Norbert Denneff, er ist Vorsitzender der Opferorganisation Netzwerk B. Danke.